Hallo Freunde des feinen Schmerzes. Wer es mit dem Imkern begonnen hat, wer beginnen möchte mit dem Imkern, wer noch keinen Kurs gemacht hat oder aber einen schlechten Kurs gemacht hat, Imkerkurs, kann sich gern mein Buch Einfach Imkern mit der Bienenfarmer-Methode zulegen. Da wird auf 175 Seiten wird genau beschrieben, was wichtig ist bei der Imkerei, mit der Behandlungsgeschichte, wie man Bienenvölker richtig behandelt, welche gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen sind, wie ich mit den Ämtern gut klarkomme, wo ich Bienen aufstellen darf und viele, viele andere Dinge werden auf 175 Seiten beschrieben. Wo man das bekommen kann, mache ich hier einen Link rein. Das ist im www.imkerzentrum-eimeldingen.de. Ich werde auch einen Link in die Videobeschreibung reinmachen. Wer schon Imker ist, schon Erfahrung hat im Imkern und nicht mehr auf dem Beginnerniveau ist, der kann sich gerne mein Buch Der Erfolgsimker zulegen. Da wird auch auf 112 DIN A4 Seiten wird genauestens beschrieben. Jetzt zum Beispiel, da geht es auch um Zucht, wie man eine Zucht ordentlich einhalten kann in seiner kleinen Imkerei, egal wie klein oder groß die Imkerei ist. Die Oxalsäurebehandlung, Sublimierung über Jahre mit ausführlichen Tabellen wird beschrieben, wie man eine Corporate Identity einrichtet, Informationen zu Wildbienen, wie man seine Imkerei zukunftssicher machen kann, alles diese Dinge, ein CO2-Zertifikat zu erhalten wäre zum Beispiel auch so ein Ding, alles hier drin. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Eigentlichen, nämlich zu dem Video jetzt. Das Schöne an Smokern mit Innendose, wenn nicht alles verbraucht ist, man hat es abgelöscht, da kann man jederzeit hingehen und kann es von unten wieder anzünden. Weil zündet man das von oben an, besteht die Gefahr, dass man Funken ins Volk reinbläst und damit Flügelchen verbrennt. Und das muss ja nicht sein. Deswegen präferiere ich auf jeden Fall Smoker mit Innendose. Aber es ist so wie mit allem. Ist Geschmackssache. Kann jeder halten, wie er will.